Im heutigen Video stelle ich euch wie so oft mal wieder 13 Update-Ideen vor, die ich mir unbedingt in Minecraft wünschen würde. Dabei sind heute unter anderem Maschinen, um verschiedene Dinge endlich automatisieren zu können, neue Items, die unter Umständen dein Leben retten könnten, und ein neuer Mob, der einfach nur unfassbar cool, aber auch sehr gefährlich ist. Ich weiß, ich sag das immer, aber ihr könnt natürlich auch auf diesem Video sehr, sehr gerne jetzt schon mal ein Like und ein Abo dalassen. Und kommentiert zum Schluss auch sehr gerne, welche Update-Idee euch am besten gefallen hat. Ach ja, und noch eine kleine Sache, die ich fast vergessen hätte. Wenn ihr dieses Video seht, bin ich gerade im Urlaub in New York. Das Ganze ist also vorproduziert. Sobald ich allerdings wieder zurück bin, fange ich sofort an mit Craft Attack und werde das Ganze dieses Mal auch streamen. Folgt mir also sehr, sehr gerne jetzt schon mal auf Twitch, um das nicht zu verpassen. So, jetzt aber genug Eigenwerbung. Viel Spaß mit diesem Video. So, Freunde, wir sind jetzt auf der Map angekommen, die ich extra für dieses Video gebaut habe. Und genau hier spielen wir jetzt Minecraft durch, aber... Ach nee, falls Format. Ich stelle euch Update-Ideen vor und wir starten direkt mit der ersten rein. Und zwar ist das die Lösung für ein Problem, was, denke ich, die meisten von euch kennen werden. Denn wenn man zum Beispiel mal ein paar Dungeons erkundet oder so, kommt man ja ziemlich schnell an verzauberte Bücher. Nur das Ding ist, dass diese Bücher oft mehrere Verzauberungen haben, die für unterschiedliche Tools sind. Und ja, da fände ich es ziemlich cool, wenn es eine Möglichkeit gäbe, wie man diese Enchantments einfach aufspalten kann. In dem Fall geht das jetzt so, ich werfe hier einfach mal ein Buch hin, dann nehme ich mir ein Anvil, den lasse ich auf dieses Buch fallen und dann seht ihr schon, entstehen aus dem ein Buch einfach drei Bücher und ich habe hier jetzt jedes Enchantment einzeln als Buch. Aber wie gesagt, ziemlich oft hat man einfach Verzauberungen, die alle gut sind, aber man muss sich halt für eins entscheiden, was oft sehr, sehr nervig ist und deswegen fände ich es einfach cool, wenn man das so aufsplitten könnte. Machen wir direkt weiter mit der nächsten Update-Idee und ich glaube, das ist eine Sache, die sich wirklich jeder Minecraft-Spieler wünscht, beziehungsweise jeder Spieler schon mal ausprobiert hat. Und zwar muss ich mir dafür erstmal eine Silk-Touch-Spitzhacke machen. Und ja, ich denke mal, jeder Minecraft-Spieler wünscht sich, dass man Spawner mit Silk-Touch abbauen kann und diese dann einfach als Block in sein Inventar bekommt. Ja, und so könnte man sich einfach extrem easy, ultra nice Farm bauen und ich bin ehrlich, ich wünsche mir so ein Feature unbedingt in Minecraft. Bei der nächsten Update-Idee geht es um ein Feature, was bei dem Stone-Attack-Server damals sogar wirklich funktioniert hat. Und zwar denke ich, kennen wir das alle, wenn ihr euch ein Schild craftet und das irgendwo platziert, dann kann es schon gut und gerne mal vorkommen, dass ihr euch währenddessen verschreibt und dann irgendein komisches Zeug auf dem Schild steht. Ja, und deswegen ist die nächste Update-Idee auch relativ einfach. Ich wünsche mir, dass man diese Schilder auch noch im Nachhinein bearbeiten kann. Wie gesagt, also in dem Fall steht hier irgendwas komisches auf dem Schild. Abonniert Z-Max, das macht natürlich gar keinen Sinn. So, also in dem Datapack kann ich hier einfach rechtsklicken, dann das hier ganz easy im Chat editieren. Ja, und so könnt ihr dann die Texte auf euren Schildern verändern, so dass sie endlich wieder Sinn ergeben. Vor allem, wenn man so lost ist wie ich, dann kann einem das schon mal oft passieren, dass man falsche Sachen auf ein Schild schreibt und deswegen fände ich diese Update-Idee wirklich extrem cool. Ich denke mal, ihr kennt das alle, ihr lauft ganz entspannt durch eure Minecraft-Welt und auf einmal taucht ein Creeper oder irgendein anderes Monster auf und um wegzurennen ist es einfach zu gefährlich, weil gerade sowieso Nacht ist oder so. Ja, und genau für diese Situation hat das nächste Datapack bzw. die nächste Update-Idee eine ziemlich gute Lösung. Und zwar kann man sich hier, wie in anderen Videospielen, zum Beispiel in Assassin's Creed, einfach in hohes Gras stellen, dann sneaken und dann kann man sich verstecken. Also im richtigen Minecraft sollte der Creeper einen dann hoffentlich nicht mehr sehen. Ich zeige euch das zur Sicherheit jetzt nochmal etwas abseits. Ich glaube, ihr habt das gerade gar nicht gesehen. Also ich stehe hier in diesem hohen Gras, ich sneake einmal und dann werde ich einfach unsichtbar, kann mich hier drin verstecken. Ja, und dann nach einer gewissen Zeit, wenn die Monster oder die anderen Spieler weg sind, steht man einfach auf und geht weiter und wird wieder sichtbar. Dadurch würde auch das hohe Gras hier endlich mal einen Nutzen bekommen, weil klar, es sieht schön aus, aber besonders sinnvoll ist es eigentlich nicht. Ja, und ich muss sagen, dass ich das einfach eine ziemlich coole neue Game-Mechanik finden würde. Und deswegen ist diese Update-Idee in dem Video drin und ich würde mir echt wünschen, dass die kommt. Weil dann kann man sich auch in Minecraft wie ein Pokémon fühlen, was auf einmal aus dem Nichts auftaucht. Die fünfte Update-Idee, die ich mir rausgesucht habe, finde ich wirklich extrem cool und sie ist mit einer meiner Favorites für diese Folge. Und zwar denke ich, dass jeder Spieler, der eine Minecraft-Welt länger als 3 Tage gespielt hat, ein Haustier hat. Also zum Beispiel ein Wolf, ein Papagei oder eine Katze, halt einfach Tiere, die man zähmen kann. Und ich denke, wir alle hatten schon mal den Moment, dass dieses Tier einfach gestorben ist. Also ich muss das Ganze jetzt leider
für den Vorführeffekt auch mal machen. Es tut mir wirklich leid. Aber ihr seht schon, wenn ich dieses Tier töte, dann steht im Chat, dass es einfach in 5 Minuten wieder da sein wird. Ja, und genau das ist eigentlich meine 5. Update-Idee. Und zwar, dass man Tiere, also Tiere, die man gezähmt hat, in Minecraft wiederbeleben kann. In dem Fall funktioniert das Ganze jetzt innerhalb von 5 Minuten automatisch. Ich fände es aber extrem cool, wenn das irgendwie durch ein besonderes Totem oder so klappen würde. Weil jetzt mal ehrlich, seine Tiere, vor allem wenn man die länger bei sich hat, die schließt man einfach ins Herz. Und wenn die sterben an einer Creeper-Explosion, dann ist das immer ultra traurig. Und keine Ahnung, mein Herz kann das nicht verkraften. Deswegen, wie gesagt, meine Update-Idee, dass die Tiere irgendwie wiederbelebt werden könnten. Und ja, wie das Ganze funktioniert, das kann ich euch jetzt gleich zeigen, sobald die 5 Minuten um sind. Okay, also ich war gerade kurz auf dem Klo, aber ihr seht schon, in der Zwischenzeit ist der Kollege hier wirklich wieder respawned. Ich denke mal, mein Cutter ist so lieb und blendet euch hier jetzt gerade ein, wie der ganze Kollege wieder respawned ist. Falls ihr euch jetzt aber die Frage stellt, Gustav, was ist denn, wenn ich mein Tier wirklich loswerden will, weil es mich irgendwie beleidigt hat oder sein Futter nicht mag? Auch dafür gibt es in diesem Datapack eine Lösung. Dafür müssen wir einmal kurz in den Nether gehen, also ich und der Kollege, komm mal mit. So, und wenn wir unser Haustier dann hier in diesem Soul Sand Valley Biom töten, dann seht ihr schon, dann kommt nicht diese Benachrichtigung, dass er respawnt und er stirbt einfach wirklich und kommt nie wieder zurück. Ja, aber all in all ist das meine 5. Update-Idee und wir machen weiter mit der nächsten. Dabei geht es um ein ziemlich cooles neues Item und zwar um das Skullcorn, was man bekommt, wenn man einen Warden tötet. Wie schon bei anderen Warden-Update-Ideen, also normalerweise soll man den ja nicht töten, deswegen wird das Item vermutlich nie hinzugefügt. Und zwar kann man damit zum einen Warden spawnen, wenn man hier einfach 4-mal reinpustet. Und das Ding ist, dass dieser Warden besonders ist, denn er ist einfach auf unserer Seite. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, weiß ich noch gar nicht, was ich davon halten soll. Das ist vielleicht doch ein bisschen zu random und zu OP. Welches Feature mir an diesem Horn aber besonders gefällt, das ist ein anderes. Und zwar müssen wir dafür jetzt erstmal einen anderen Warden finden, der nicht friedlich ist. Und dann seht ihr schon, hat dieses Horn die besondere Fähigkeit, dass es einfach andere Wardens wieder zurück unter die Erde holen kann. Und ich muss sagen, auch wenn das Feature mit dem freundlichen Warden mir vielleicht etwas zu krass ist, finde ich das eigentlich ganz cool. Also, dass es ein Item gibt, womit man die Wardens einfach wieder unter die Erde locken kann. Wie ich finde, eine sehr, sehr nice Update-Idee. Wir machen direkt weiter mit der nächsten. Diese ist im Vergleich zu der Update-Idee von gerade vielleicht etwas simpler, dafür mindestens genauso cool. Und zwar wünsche ich mir, dass man in Minecraft einfach Äxte werfen kann. Also sie funktionieren so ähnlich wie Tridents, nur irgendwie deutlich besser. Je nachdem, was für eine Axt man wirft, macht man natürlich auch mehr Schaden. Also eine Netherite-Axt ist deutlich besser als eine Holzaxt. Das einzige Problem mit dieser Update-Idee ist halt, dass Tridents dadurch irgendwie useless werden. Ja, der Hauptgrund, warum ich das Ganze vorgeschlagen habe, ist aber eigentlich, weil es einfach nur unfassbar cool aussieht. Kommen wir direkt zur nächsten Update-Idee. Das hier sollte dir eigentlich werden mit so einer Vogelscheuche, das hat aber leider nicht funktioniert. Deswegen habe ich jetzt eine sehr, sehr nice Alternative für euch. Und zwar ist das eine Möglichkeit, wie man seine Sachen viel besser sortieren kann. So kann man sich nämlich mit 7 Deepslate-Tiles, einem Observer und einem Dropper einen neuen Hopper-Sorter herstellen. Und naja, was soll ich sagen, das sollte vor allem für alle Redstone-Experten sehr, sehr interessant sein. Diesen Hopper-Sorter kann man nämlich ganz einfach platzieren, wie jeden anderen Block. Und wenn man dann hier an die Seite eine Kiste platziert, was gerade nicht funktioniert. So, nächster Versuch, das sollte klappen. Dann kann man da einfach Items reinsetzen, die man sortieren will. Dann platziere ich diese Items, die ich haben will, halt einfach hier in dieser Kiste daneben. Dann setze ich hier an die Seite ein Fass mit einem Hopper hin, wo alle Items reinkommen, die man halt gerade nicht braucht. So, und als nächstes packen wir jetzt einfach nur noch hier unten auch einen Hopper hin. Und wenn ich dann zum Beispiel einfach mal in den Hopper hier ein paar Items reinlege, dann seht ihr schon, passiert was mit denen. Also die gehen auf jeden Fall raus aus dem Hopper. So, und alles, was ich jetzt hier in diese Kiste gepackt habe, wo ich sozusagen gesagt habe, das möchte ich sortieren, das landet
landet jetzt hier unten. Ihr seht, wir haben die Karotten, die Kartoffeln, die Pfeile und die Knochen. Und hier oben an der Seite landet alles, was wir nicht brauchen. Also in dem Fall der Bogen und das verrottete Fleisch. Und deswegen wünsche ich mir diesen Hopper-Sortierer unbedingt im Spiel bei einem zukünftigen Update. So, für die nächste Update-Idee müssen wir nochmal ein bisschen zurück. Und auch da geht es wieder um eine automatische Maschine. Und zwar kann man sich in diesem Datapack mit einem Barrel und einem Kopfweb ein... Richtig, eine Fischtrap, also eine Fischfalle herstellen. Und was die kann, ist ziemlich einfach. Man platziert die im Wasser, dann sieht sie erstmal aus wie ein normales Fass. Mit der Zeit angelt sie allerdings einfach automatisch für den Spieler. Also die habe ich jetzt schon ein bisschen im Wasser drin gelassen, während ich die ganzen anderen Sachen aufgenommen habe. Und dann seht ihr, wenn ich die jetzt öffne, hier haben sich auf jeden Fall sehr, sehr viele Fische und andere Sachen angesammelt. Also der Loot, der hier reinkommt, ist einfach ganz normaler Angelloot, also ein paar Fische und halt ein bisschen Müll und ab und zu verzauberte Bücher oder so. Ja, und das wäre einfach ein cooler Weg, um Angeln zu automatisieren, weil aktuell ist das Ganze ja leider ohne Autoklicker gar nicht möglich. Und dementsprechend fände ich es einfach ultra wild, wenn es das Ganze auch in Minecraft geben würde. Meine 10. Update-Idee ist ziemlich einfach, und zwar möchte ich einfach nur, dass Wölfe bei Vollmond heulen. Ist eine sehr, sehr kleine Änderung, deswegen auch nicht schwer umzusetzen. Einfach irgendwie eine neue Sounddatei in Minecraft packen, die es halt dafür sorgt, dass Wölfe bei Vollmond anfangen, Geräusche zu machen. Ja, und das war's. Das war meine 10. Update-Idee. Ich fände das übercool und wir machen weiter mit der nächsten. Diese wird wieder etwas komplizierter und dafür müssen wir uns erstmal so hier ein neues Totem craften. Also unten kommt ein normales Totem rein, dann an der Seite Netherite Scraps, links und rechts oben Diamanten, dann da ganz oben noch eine Chorusfrucht und ein Purpurblock. Ja, und so kommt am Ende das Void-Totem raus. Was das macht, sollte eigentlich relativ klar sein. Ich denke, das muss ich jetzt schon keinem mehr erklären. Und zwar kennt ihr das ja alle, wenn man mit einem normalen Totem ins Void fällt, dann saved einen das nicht. Also sonst ist man dadurch wirklich vor jeder Gefahr geschützt, außer vor diesem Void hier. Wie das Ganze funktioniert, kann ich euch ja ganz schnell mal zeigen. Also ich falle jetzt ins Void. Und dann steht hier, you use Void Totem. Wir spawnen random auf einer 3x3 Plattform, ein bisschen weiter drüber, als wir runtergefallen sind. Ja, und das war's eigentlich. Dadurch haben wir uns vor dem Void gesaved. Das Totem ist weg. Wir müssen uns relativ teuer wieder ein neues craften. Aber wie ich finde, auf jeden Fall eine Sache, die Minecraft unbedingt braucht, weil das Void ist ja auch wirklich für jeden Hardcore-Spieler die größte Gefahr. Und wenn man einmal nach 100 Tagen oder so aus Versehen ohne Elytra hier reinspringt, finde ich das ein bisschen unfair, dass man dann direkt seine komplette Welt verliert. Deswegen das Void-Totem, meine 11. Update-Idee, und wir machen weiter mit der vorletzten. Auch diese ist mal wieder sehr, sehr einfach. Also ihr merkt schon, hier wechselt es heute extrem. Trotzdem denke ich, wünschen wir uns alle, dass Minecarts einfach attraktiver werden. Also klar, so eine Achterbahn zu bauen kann schon Spaß machen und hat wahrscheinlich jeder Spieler schon mal gemacht. Aber sonst gibt es aktuell in Minecraft einfach keinen Grund, warum man Minecarts benutzen sollte. Deswegen fände ich es zum einen sehr, sehr wichtig, dass die Dinger schneller gemacht werden. Also ihr seht das, in dem Datapack sind sie zum Beispiel so schnell wie eine Elytra und man ist damit auf jeden Fall sehr, sehr fix unterwegs. Und zum anderen denke ich, wünschen wir uns alle, dass man verschiedene Minecarts einfach aneinander hängen kann. Also ich wünsche mir einfach, dass die Minecarts überarbeitet werden und kann mir gut vorstellen, dass das in Zukunft bald auch der Fall sein wird. Wie das Ganze gemacht wird, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, sie werden wieder attraktiver und man kann sie für was anderes als für Achterbahn benutzen. Ja, und damit sind wir auch schon bei der letzten und für mich auf jeden Fall bei der coolsten Update-Idee angelangt. Und zwar ist das Ganze ein Mob, der wirklich ultra interessant klingt. Dieser kann in jeder Art von Dungeon spawnen. Deswegen habe ich hier vorne auch mal kurz versucht, so einen Wüstentempel nachzubauen. Ich denke, das sieht man nicht. Ja, und falls ihr euch jetzt fragt, ja, Gustav, wo ist denn der Mob? Ich sehe da vorne keinen. Doch, schaut mal genau hin. Er steht dort vorne. Und zwar kann sich dieser Mob einfach als Kiste tarnen. Ihr seht das. Das Ganze ist einfach eine aggressive Kiste. Ich glaube, es gibt eine 1:10 Chance, dass eine Dungeon-Kiste einfach als dieser Mimic spawnt, wie der ganze Mob hier heißt. Und naja, ihr merkt, der ist auf jeden Fall stark, der macht ordentlich Schaden und ist extrem schnell. Er tarnt sich, wie gesagt, einfach als ganz normale Dungeon-Kiste und erst wenn man es irgendwie schafft, ihn zu töten, dann droppt er den Loot, den er eigentlich drin hatte. Ja, und wie gesagt, ich finde, das ist einfach ein ultra cooler Mob, den ich mir wirklich extrem gerne wünschen würde. Generell wisst ihr ja, dass ich mir schon lange irgendwie ein Update für Dungeon
Dungeons und für Strongholds wünsche, also eigentlich für alles, wo man Kisten finden kann. Und da muss ich sagen, wäre der Mimic eigentlich eine ziemlich gute Idee. Ja, Freunde, das war's dann eigentlich auch schon mit allen Update-Ideen. Lasst wie immer sehr gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch die Ideen heute gefallen haben. Und kommentiert auch unbedingt eure Meinung zu allen Sachen, die ich euch vorgestellt habe. Besonders natürlich zum Mimic, was diese Folge mein Favorit war. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann spätestens am Wochenende wieder zum nächsten Video. Ciao, Kakao, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.